Hallo, liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hier steht unser brandneues Mini-Bike. Aber bevor wir uns darum kümmern, müssen wir was anderes machen. Zum einen höre ich hier Geräusche. Das haben wir auch an. Nee, an diesen Ecken fehlt es noch. Weil sonst fangt ihr an zu untertunneln. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und untertunneln ist auch genau das Stichwort, um das es geht. Als wir in der Nacht rausgegangen sind und noch Bauteile fürs Minibike gefunden haben, bin ich auf einen Tunnel gestoßen. Das will ich mir doch jetzt etwas genauer angucken. Ich habe ihn da vorne markiert. Und ich bin mir nicht sicher, wie gut ich sowas finden soll. Alter Schwede. Natürlich kein Hammer dabei. Aber das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal überhaupt nicht. Na. Na. Oh. Ich komme hier gar nicht weg. Doch jetzt. Ui. Das führt in diese Richtung. Da müssen wir auf die Schnelle doch jetzt gerade mal. So eine Art Hämmerchen machen. Alter, das geht hier gar nicht. Ich habe kein Holz, oder? Ich bin ein Genie, dass ich sowas merke. Ist ja klasse. So, jetzt aber schnell. Oh, nicht in meine Richtung. Keine Ahnung, in welche Richtung der fällt. Gott, oh Gott, schwierig alles hier gerade. Der fällt wieder ordnungsgemäß. Backt im Boden, prima.
scheiß drauf. So. Ah, hier hinten war das. Hält zumindest, wenn einer drüber geht. So, das Ganze ist dem hier geschuldet. Das muss man natürlich alles reparieren. Das ist erstmal wichtig, das hat Vorrang. Gut. Das bedeutet natürlich auch, dass der Keller dicht gemacht werden muss. Das einfache Zumachen müsste schon reichen. Gut. Da lebt es sich doch ein wenig entspannter. Raus aus meinem Beet. Sofort raus aus meinem Beet. Was fällt dir ein? Natürlich die große Frage, wie schütze ich mein Minibike vor den Demlachs? Das muss ich ja irgendwo parken. Und wenn es geht, irgendwo sicher. Muss ich mir erstmal eine Art Garage, erstmal eine Schutzgarage bauen, bevor ich mit dem Minibike überhaupt rumfahren kann. Erstmal was essen. So, der Kram kann weg.
Das brauche ich erstmal nicht. Ach, das ist doch alles. Das gehört doch alles hier schon gar nicht mehr rein. Das ist eher Richtung Alkohol. So. Also, das Projekt Minibike ist abgeschlossen. Das ist schon mal schick. Ich habe es jetzt. Ich glaube, ich komme noch gar nicht zum Fahren irgendwie. Ich muss jetzt erst noch mal was anderes machen. Wir haben nämlich heute Tag 41. Und das brennt ein bisschen lange. Das ist besser. Dann machen wir erstmal 6 Kanister draus, damit wir da eine einheitliche Größe haben. Das tun wir auch erstmal weg. Chrysanthemen haben wir nicht mehr, ne? Sieht nicht so aus. Was ist jetzt mit Scrap Metal? Haben wir hier noch ein bisschen. Einfach mal eine kleine Spaßbremse installieren. Dann werden wir mal ein paar Vorbereitungen für ein ach so böses Minenfeld treffen. Da wir nicht selbst reinlatschen wollen, bin ich jetzt mal gespannt, ob man sie als solches auch erkennt. Interessant. Muss man schon ein bisschen aufpassen, finde ich. Tja, ansonsten hätte ich gesagt, brauchen wir mal ein bisschen Chrysanthemen. Irgendwo steht
stecken noch welche. Da sehe ich eine. Da ist auch eine. Reicht zumindest, um einen niederzustrecken. Eieiei. Ich glaube, ich sollte auch dahinterher sein, mir mal einen neuen Prügel zu machen. So, das One-Shot-Wonder ist es ja nicht gerade. Da ist noch eine Chrysantheme, her damit. Und da auch noch. Ah, die letzte Mine. Sehr gut. Alles klar. Nur so setzen, dass ich da sozusagen nicht selber Opfer von werde. Das war, glaube ich, eine zu viel. Immer stören bei der Arbeit. Ah, wieder in meinem Beet drin. Das kann ich ja leiden wie sonst was.
Es ist eine ganz einfache Mine. Müsste aber reichen, um diese ganzen Vorläufer, diese ganzen Sprinter, diese Hunde und sowas zu eliminieren. Wir natürlich hier auch gerade noch mal die Ernte einfahren. Ui! Eieiei! Ich stehe nach wie vor auf dieses Geräusch. Ja, wunderbar. Immer her damit. Nicht scrappen. Interessant. Nee. Eine Chrysanthem, her damit. Muss ich doch mal ehrlich mal was für mein Minibike einfallen lassen? Hoffentlich kracht das nicht hier runter, wenn ich da über diese Planken fahre. Fragen über Fragen. Diese Ordnung hier geht mir auch gerade jetzt so schwerpunktmäßig auf den Zeiger. Das müssen wir alles in den Griff kriegen. Das werden wir auch alles in den Griff kriegen. Sehr gut. Dann machen wir erstmal den Honig weg. Haben unseren Durst besiegt und ein bisschen Wellness eingefahren. Ja. Dann können wir noch ein viertes dazu tun. Zehn Minütchen. Passt ja fast. Erstaunlich.
jetzt muss ich alles neu sortieren. Das ist alles so durcheinander wieder. Das mache ich aber, denke ich, oft. Weil da muss ich Kisten abbauen und wieder neue hinstellen, damit die dieselbe Optik haben und so. Das machen wir alles noch. Kartoffeln, Quatsch, Kartoffeln, Kaffee müssen wir dann, glaube ich, auch mal anpflanzen. Und die Kiste müssen wir auch erweitern. Da müssen wir noch eine hinmachen. Storage Buildings. Das zum einen. Da fliegen die Brocken. Kann ich das gefahrlos von hier aus? Hahaha, geht. Kann ich reparieren? Ja, kann ich. So, dann müsste ich doch tatsächlich noch ein paar. Habe ich eigentlich hier draußen auch die Dinger noch draußen da? Nee. Dann müsste ich doch tatsächlich noch ein paar Minen machen. Scrap. Minen. Wir wollen es einfach mal ausprobieren mit den Minen. Und bis jetzt sah das ja gar nicht mal so schlecht aus, was wir da gesehen haben. Wo sind deine? Ach so. Muss ich dann gleich machen? Könnte ich wenigstens schon mal. Oha, vorsichtig hier durchgehen.
Gut. Da werden noch welche produziert. Das dauert einen Augenblick. Ach so, ich muss ja erst. Oh, mach hinne. Ach so, hier sollen ja doch sowieso. Ich habe hier zwei Campfire. Da kommen noch zwei Beaker hin. Essen, essen, okay. Das ist nicht okay. Die Kiste muss weg. Und eventuell, bevor das kaputt geht. So. Storage für. Ammo, das sind Patronenhülsen. Das ist besser. Explosiv und Patronenhülsen. So. Und Weapons wäre der Pfeil. Das ist in Ordnung. Das kommt raus. Eins zu weit gekloppt. Wieso konnte ich nicht weiter ausbauen? Weil da drunter gar nichts mehr ist. Okay, da setzen wir mal einen ordentlichen Frame rein. Und dann. Ah, besser. So wird ein Schuh draus. Gut. Das, das, das. Und diese Kiste muss ich dann auch umstellen. Ich packe jetzt erstmal hier diesen ganzen Schrott rein. Und sortiere das dann auch alles noch bei Gelegenheit. Und dann wird das alles mal aufgeräumt. Ich habe noch gar keinen Panikroom. Stelle ich jetzt auch gerade fest. Den bräuchte ich aber. Und das bedeutet, ich müsste hier mal ein bisschen Platz schaffen. Das ist natürlich wieder mal so ein bisschen Hausarbeit. Ich würde auch am liebsten gerne mit dem Motorrad rumfahren, aber da muss ich mir jetzt auch noch mal
was aufsuchen, wegen sicherer Ecke und so. Oder eine Garage wenigstens. Vielleicht auch eine Tiefgarage. Und den Panikraum würde ich hier hinten in die Ecke setzen. Da finden meine Ersatzknarren dann auch ihre Bedeutung. Ja, die Ausdauer. Dann werden wir auch mal gucken, wie teuer das ist, noch eine Forge zu bauen. Denn eventuell muss eine Forge weichen für einen Kämpfer. Ja, das muss ich aber erst noch gucken. Je nachdem, wie teuer das ist. So, das ist erstmal weg. Explosivstoffe haben wir hier. Nur das. Das kommt auch weg. Die Minen. Mit den Helmen mache ich eigentlich nichts. Kann ich die einschmelzen? Das ist doch jetzt die große Frage. Nee. Ab in die Kruschkiste. Die Antibiotika, das ist das Stichwort für mich. So, was kann ich denn jetzt aus Sandwiches machen? Dazu müsste ich sie in die Hand nehmen. Nur Grain Alkohol wird hier angezeigt. Dann war es das wohl für die Sandwiches. Biosprit. Alkohol. Und hier wäre dann so Antibiotika.
So, wenn da die Medikamente sind. Ah, genau. Bäm, 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 bäm. Krücken. Das ist okay. Ja, nachdenken, 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 nachdenken. Das müsste weg. So, den Barren machst du mir noch fertig. Ehrlich. Können wir uns dick für nehmen, oder? Ein Sticky, Mensch, wo hast du denn jetzt einen? Da. Na also. So. Die alte Ordnung wiederherstellen. Nein. Das. So ist es gut. Das, das, das. Dann könnte die Kiste. Oh, die darf ich noch nicht zerschlagen. Da ist noch Krempel drin. Da muss ich schon aufpassen. Okay. Das kann erstmal weg. Das kommt hier hin. Haben wir hier noch mehr so Dinge gehabt? Mhm. So, langsam beherrschen wir mal das Chaos. Aber auch nur ganz langsam. By the way. Da ist das drin. Da sind die Pistolen. Das gehört nicht rein. Das gehört nicht rein. Gut, wenn wir alles noch hinkriegen. So, jetzt haben wir die drei erstmal. Forge. Bellows. Okay, Pelz, dies und das. Wir stellen mal zwei her, weil ich nicht weiß, wie viel Forge wir noch brauchen. Aber dann haben wir das schon mal. Große Steine, okay. Aber auch kleine Steine, oder? Ja. So.
So, wird's doch langsam. Dann könnte das Leder wieder zurück. Clay dahin, Steine dahin, die dahin und die Rohre hier auch. Das muss alles noch besser sortiert werden. Ein neuer Tag. Und so langsam kehrt hier Ordnung ein. Entry Damage 150, 150. Naja. So, bis zu diesem Punkt würde ich mal sagen. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr meinen Kanal abonnieren und mir natürlich auch schreiben, was ihr davon haltet. Wie hat es euch bisher gefallen? Hat es euch überhaupt gefallen? Über Kritik und Anregungen freue ich mich natürlich nach wie vor. Wir werden hier noch ein bisschen bosseln. So langsam ergibt es hier auch alles wieder Sinn. Da ist die Medizinkiste, das ist irgendwas, das ist hier. Wahrscheinlich werde ich das vorziehen, weil ich hier an die besser rankomme. Dazu könnte ich auch direkt noch Ja sagen. Da kann ich Kleber herstellen, Alkohol, der kleine Sprit, das Zeug, das und das ist Wasser, das kommt hier wieder hin. So. Dann hoffe ich, habt ihr noch Spaß im Netz und wir sehen uns gerne in einer nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Bis dahin, macht's gut und habt noch viel Spaß. Tschüss!